Ach so, ja, klar, ich habe vorhin schon ausprobiert. So geht das. Und? Kefkas Geist. Ach, die hatte ich doch vorhin schon mal, die Karte. Und jetzt wieder so. Und dann komme ich wieder zurück. Tralala. War hier nicht noch eine Schatztruhe? Ja, da drüben. Genau. Die wollte ich auch noch haben. Nur wie rankommen? Also Bäumchen zum Abbrennen sind hier schon mal nicht. Hier geht's auch nicht durch. Ich muss garantiert hier irgendwie die Dinger anmachen. Aber von welchem aus? Von dem aus hier? Ich hatte ihn da drüben an. Mal gucken. Ja, da war was. So. Aber jetzt komme ich hier trotzdem noch nicht richtig viel weiter. Ich muss da nach unten. Ah, ja, ist was passiert. Vom Haus gut Glück auf gut Glück hier raufgeschossen. Hier mal weiter. Kefkas Geist war doch unser erster Boss, ne? Wenn ich mich recht erinnere. So. Okay, das hier geht es erstmal nicht weiter. Kriege ich das Ding da getroffen? Wollte ich nicht wieder nach rüber laufen? Möglich nicht. Also muss ich doch wieder hier zurück und den aktivieren. Aber hier war doch irgendwo einer. Ach ja, hier. Ey! So, jetzt. So. Achso, ich müsste den hier erstmal wegbrennen. Aber wie war der nochmal wegzubrennen? Na super, hier gibt es nicht mal irgendwas. Nur Monster. Ah, aber dafür jetzt zwei Herzchen aufs Tor gekriegt. Wieder nicht Herztruhe da drüben. Gut, also in der Gegenwart komme ich hier nicht durch. So. Ich muss irgendwo nach da ganz unten. Aber hier komme ich doch nur durch, wenn ich den an der Dimensionsstein aktiviere. Oder gibt es hier noch einen zweiten? Oder komme ich an den hier irgendwie rein, wenn ich nach unten laufe? Ja, gut. So. Jetzt könnte es aber langsam was werden. Ich arbeite mich langsam vor in diesem Rätsel. Aber nicht so. War doch gerade ein Dimensionsstein. Da. Mal jetzt wieder klein machen. Also das Bäumchen klein machen. So. Achso, ja, ich sah lang. Oh, wieder so ein wieder Dimensionsstein. Und wieder wechseln. Aber wenn ich hier richtig sehe, müsste ich hier auch eigentlich überall in normalen Dimensionen, also in der Zukunft quasi durchkommen. Hehe. So. Beziehungsweise ist das hier die Gegenwart. Juhu, geschafft! Wie kann... Yuga ist als Karte, ist jetzt auch als Karte. Das ist gut, dann redet er nicht so viel. So. Jetzt kann ich ja hier unten lang wieder rausgehen. Dann sagt sie nämlich sowieso gleich zu mir, wir müssen ins Dorf. Na, da sagt sie auch nicht und lässt uns einfach gehen. So, sehr schön.
hier nicht angreifen. Hier. Zaubern darfst du. Weil ich glaube, wir gehen jetzt auch erstmal wieder zurück ins Dorf und speichern, weil es schon spät und Klein Draki muss morgen wieder früh aufstehen. Tja. Oh nö. Na gut, geht noch. Hab dich! Jawohl. Ich kann ja mal kurz gucken, ob ich mir jetzt hier den schnelleren DVD-Player kaufen kann. Dann sparen wir uns nämlich genau das, glaube ich. Also, würde ich jetzt einfach mal so denken. Ich weiß gar nicht, wie viel Gold habe ich, wie viel hat der gekostet? Na, gucken wir mal. Ja, und tschüss langsam an CD-Ladezeiten. Ihr werdet uns nicht fehlen. Yay! Bin ich ja total sowas von übermäßig dafür. Oh ja, wie geil. Endlich diese blöden Ladezeiten nicht mehr. So. Spiel gespeichert. In Sicherheit. So, und ich werde mich dann die Tage mal ran jetzt und hier weiter aufnehmen. Ich mag ja das Spiel. Ich will hier schon mal weitermachen. Ich kann ja mal noch eine Runde Doppelkopf spielen hier. Oder Doppelzwilling. Ich hier neue Karten. Jetzt kann ich ja bloß noch gewinnen. Ach, geh weg. Wollen wir schon mal auf Mittel spielen? Wir probieren es mal. Oh, eine coole Schildkröte. Ha, wie geil. Aha. Wen nehmen wir denn jetzt? Das ist, glaube ich, noch unser Schwächster. Den legen wir mal hier hin. So. Was nehmen wir denn jetzt? Und wo liegen wir strategisch günstig? Ja, wenn ich jetzt hier hinlege, dann kann er mich auf jeden Fall nicht mehr übertrumpfen. Aber ich hätte es noch aufheben sollen, weil ich hätte sie lieber oben hinlegen sollen. Weil die unten so schön stark ist. Nee, ist scheiße. Das ist auch kacke. Machen wir es erstmal so. Sieht nicht gut aus für mich gerade. Glaube ich. Oh, aber ich habe gewonnen. Na, immerhin. Ein bisschen planlos, aber gewonnen. So, jetzt gehen wir nochmal speichern. Und dann geht Draki, glaube ich, erstmal schlafen. Ich meine, erstmal schnell in die Badewanne und dann schlafen. Schlafen ist eine gute Sache. Ja, ja, genau, bla bla. Ich wollte dich doch gar nicht angefangen. Ich wollte nur speichern gehen. Spiel gespeichert. Oh, Leute, liebe Leute, dann würde ich sagen, Spiel gespeichert. Yay. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss.